20. Ich werde hier, ich sitze hier noch mit den Team Captains von den STB Esports und von den Swiss Seniors, die gerade noch ihrem Team die letzten Worte noch sagten. Du hast wahrscheinlich deinem Team gratuliert. Lieber Kai, das ist Kai Rüthi von STB Esports und ich habe hier Raphael von Swiss Seniors. Also Jungs, wie war's für euch hier? Es war sensationell und ich denke, man hat gleich auch zum Schluss gesehen, was es ausmacht. Es ist ein Teamsport. Wir spielen alle selber auch Eishockey oder sind Eishockey-Fans, deswegen sind wir zum Spiel gekommen und es ist noch nicht ganz so real wie das richtige Eishockey. Ich gebe noch lieber richtiges Eishockey schauen, aber ich habe noch nie, und ich habe mit dem Commodore 64 angefangen, noch nie so viel Freude gehabt am Spielen, weil das Team über die Party miteinander kommunizieren, eine Taktik haben und hat riesen Spaß gemacht gegen die Jungs. Nochmals Gratulation. Ja, herzliche Gratulation. Dankeschön. Dankeschön. Also ich muss was richtigstellen. Ich bin nicht der Captain von STB Esports. Okay. Das ist der Edu, der steht da. Das ist er, aber ich bin halt Senior und deshalb auf der Bühne. Ja, okay. Seniority demnach. Wie wir gesehen haben, ihr habt eigentlich ein 6v6 Game spielen wollen. Leider ist eine Playstation ausgestiegen. Das hat leider nicht geklappt. Dann war es ein 6v5. Die meisten E-Sports-Turniere spielen aber ein 2v2, also 2 gegen 2. Ihr habt euch jetzt aber entschieden, um ein 6 gegen 6 zu spielen. Woher kam diese Idee? Die Idee kam im Prinzip über einen Kollegen, den wir kennengelernt haben, auch über die Swiss Senior E-Sports-Plattform, und hat uns gesagt, hey Jungs, da gibt es eine Plattform, da kann man zu 6 spielen, jeder hat eine Position, wie im richtigen Eishockey, versucht das mal. Und dann, das war Liebe auf den ersten Blick. Ich kann mich an viele Abende erinnern, wo wir gerade auch in der Covid-Handbremse, wo man nicht viel machen konnte, denn wir sind alles soziale Typen, haben gerne auch noch das eine oder andere Kaltgetränk, die Unterhaltung miteinander über die Party und dann zu sechst auf dem Gletscher zu stehen, wie wir es so schön nennen. Das war einfach immer ein sehr gutes Abendprogramm. Auch, dass jeder im Prinzip eine Rolle hat. Von daher kann man es vielleicht vergleichen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich spiele andere Spiele eigentlich weniger. Ich habe auch vorher den Shooters zugeschaut. Da gibt es auch verschiedene Rollen. Von anderen Spielen weiß ich, dass es das gibt. Hier gibt es die Position, aber dann auch noch den sogenannten Loadout, wo man verschiedene Stärken und Schwächen auswählen kann. Von daher, es muss einfach die Teamchemie stimmen. Aber das Wichtigste ist, dass die Freude in der Party im Chat da ist. Das ist natürlich ganz wichtig. Wie ihr ja gesehen habt, haben wir da zwei verschiedene Teams. Ihr musstet beinahe das SCB-Team auswählen? Oder war das eine bewusste Entscheidung, dass ihr das gewählt habt? Also das SCB-Team, SCB hat eine E-Sports-Abteilung gegründet und Edu hat alle zu sich geholt und da war ein harter Kern und wir kamen dann sukzessive da dazu. Und ja, es ist eine Riesenfreude für SCB spielen zu dürfen. Es ist mir als SCB-Fan eine Riesenehre. Und dafür ein großes Dankeschön auch an SCB, dass wir da spielen dürfen. Und ja, es ist schön für einen professionellen Club zu spielen, weil die ganze Professionalität kommt bis zu uns rüber. Die Nähe zum Club ist da und das macht einfach riesig Spaß. Es ist kein Müssen für SCB spielen, es ist ein Privileg. Ja, ich meine, wenn man eh schon Fan ist, ist das ja super. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eher HC Davos-Fan bin. Solange man sich zu 100% einsetzt für den SCB, darf man vielleicht auch mal einen Fehler machen. Ja, ich finde das auch immer, man sieht die Professionalität von dem ganzen Outfit her. Kannst du jetzt, wenn du so am Abend in die Bytes gehst, sagen, so, hey, ich spiele für den SCB? Natürlich kann ich das mit voller Stolz, mit herausgestreckter Brust sage ich das auch überall. Ich bin auch sehr stolz darauf und es macht mir Riesenfreude, bei dem Team zu spielen. Und SCB muss ich nicht verstecken, das ist der, ich sage mal, der Club mit der größten Fangemeinde in ganz Europa. Und von daher sind wir natürlich auch sehr stolz, solche Reichweite erreichen zu dürfen. Definitiv. Dann noch zu euch, ihr wart ja zu fünf. Denkt ihr, das war ein bisschen unfair, gegen ein effektiver Eishockey-Club E-Sports-Team zu spielen? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wir kennen viele von den Jungs, oder? Die Community ist nicht derart groß im Eishockey. Klar, sie sind besser, muss man sagen. Es ist ein E-Sports-Team. Und ich denke, es war, ja, war ein wenig unschön. Ich kann vielleicht auch sagen, normalerweise, wenn man so spielt, startet man das Spiel gar nicht. Es ist im Prinzip Ehrenkodex 6 zu 6. Es kann immer mal sein, dass einer rausfliegt, auch während dem Match. Das sieht man. Und das Team, das bemerkt, geht raus,
man trifft sich wieder. Man hat auch über viele verschiedene Kanäle, meistens Discord, die Community kennt sich, man hat einen gemeinsamen Kanal, sagt kurz, oh sorry, weil uns einer rausgeflogen, ah ja, Gentleman-like, dass ihr rausgegangen seid. Hier, ja klar, mussten wir aufgrund der Zeit, war etwas unschön, tut mir auch leid, an den Hausi, das war unser Torwart, der nicht spielen konnte. Aber das als Ausrede zu nehmen, nein, das lasse ich nicht gelten. Die Jungs haben verdient gewonnen. Wir konnten nicht ganz unser Spiel abrufen, aber klar, viele von uns haben eine Familie, wir können im Prinzip am Abend nur spielen, wir sind Senioren, sind auch noch berufstätig und für das haben wir es ganz solid gemacht, würde ich sagen. Es war absolut eine solide Leistung. Wie du vorhin gesagt hast, viele von euch spielen auch sonst Eishockey privat. Wie unterscheidet sich das Training von Live-Action-Eishockey zu NHL 20? Der Energieverschleiß ist genau gleich, also man schwitzt genau gleich wie auf dem Feld. Das Schöne ist, man hat keinen Trainingsweg, also man geht in der Regel in sein Gamezimmer. Bei mir ist es der Stern, da hängt ein großer Beamer, Dolby Surround, deswegen auf dem kleinen Bildschirm, ich habe mich gar nicht gesehen, ich war da so klein. Aber ansonsten, ja, man hat auch Trainingszeiten, man organisiert sich. Wir machen das zum Beispiel über Spieler Plus. Man kann es natürlich auch über Doodle machen. Man schaut dann da, wie man sich zurechtfindet. Wir haben 2 Trainings pro Woche. Also im Prinzip, ja, fast wie professionell im Anführungszeichen. Es gibt Ligen, es gibt eine Europa-Liga, gesamthaft. Da hat es viele starke, auch skandinavische Teams. Es gibt eine DCL, also eine Dach-Community, viele Teams sind da aus Deutschland und manchmal spielen wir auch natürlich gegen die in der Liga und ja, da haben wir noch etwas aufzuholen. Man muss aber auch sagen, unser Team gibt es seit dem März, da haben wir angefangen und wenn ich andere in der Community höre, die spielen seit 5-6 Jahren, auch unsere guten Freunde von ZSC eSports, von denen wir viel profitieren würden, danke an dieser Stelle auch an die Jungs. Und die spielen auch, hatten vorher ein Team, wurden dann zum ZSC eSports, ähnlich wie SCB eSports. Und von daher ja, ist es schon vergleichbar, aber natürlich, manchmal wird eSports auch ein bisschen belächelt. Ich sage, es ist Sport. Wenn Schachsport ist, dann ist das auf jeden Fall auch Sport. Nochmal zurück zu dir. Was ist deine Meinung dazu? Weil es gibt ja viele Sportclubs, die jetzt auch ein eSports-Team kreieren für genau für das die ganzen E-Sports-Ligen, die wir haben, von Swisscom zu PostFinance, jetzt auch Senior E-Sports. Denkst du, die Fangemeinde ist bereit dafür? Ja, also wir konnten das ja merken, als wir Go Live hatten am 16.09. Und wir haben die Medien natürlich auch schön verfolgt. Wird Kritik kommen von den Fans von SCB? Kommt da keine Kritik? Wir waren positiv überrascht, dass sehr, sehr viele positive Feedbacks kamen. 1-2 natürlich negative, aber man kann es nicht allen recht machen. Aber grundsätzlich ist die Resonanz aus unserer Sicht jetzt vom Team her sehr, sehr gut. Und ja, die sozialen Medien von jedem von uns, dann, wir stehen da natürlich auch für den SCB ein, die sind quasi explodiert und mit positiven Feedbacks und von daher der richtige Entscheid. Und wir hoffen natürlich auch, dass viele andere Clubs jetzt auch noch nachziehen und so ein E-Sports-Team gründen. Es wäre schade, wenn der ZSC, und da auch liebe Grüße an ZSC noch, weil ich war ja früher auch ein Senior, dass nur ZSC und SCB jetzt ein E-Sports-Team haben. Das wäre schön, wenn da alle nachziehen würden. Es lohnt sich. Denkt ihr, weil ja eben die Sportclubs, zum Beispiel der STB und der ZSC, die Lions, die haben ja, sind ja Eishockey-Teams. Und deswegen haben sie ihre Teams, die NHL 20 spielen. Denkt ihr, sie sollten auch vielleicht ein bisschen größer werden und auf eben wie Siege rausgehen oder Gran Turismo jetzt oder Call of Duty? Also ich weiß von Genf, dass sie das diese Strategie verfolgen, dass sie mehrere Sportarten jetzt online spielen, also im E-Sports-Bereich. Ich denke, wir bei uns konzentrieren uns wirklich aufs Eishockey, weil das ist unser Kernbusiness. Also jetzt von unserem Team natürlich, aber ich denke auch der SCB möchte eher mal jetzt auf Eishockey sich konzentrieren und mal gucken, die Erfahrungen, die wir jetzt da machen, was die Zukunft so bringt. Dann weiß ich nicht, was geschehen wird. Aber im Moment ist es Eishockey und es bleibt auch Eishockey. Ja, macht eigentlich ja auch Sinn. Ich meine, wenn man Fan ist vom SCB, ist man Fan auch von Eishockey und nicht von Golf. Opa, SCB! Nochmal zu dir, Raphael. Wie bist denn du eigentlich in die kompetitive Schiene reingekommen?
Also angefangen hat es beim C64, wie ich gesagt habe. Da habe ich als Achtjähriger noch in meinem Kinderzimmer ganz verpixelt mit einer Diskette. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass wenn ich ein Loch reinschneide, kann ich beide Seiten bespielen. Und von da an hat es angefangen. Amiga 500, 2000, dann mal die erste Konsole, früher noch Nintendo. Und seit es die PlayStation gibt, habe ich alle Modelle durchgemacht. Jetzt die 5er natürlich auch bereits vorbestellt und freue mich darauf drauf. An dieser Stelle auch vielen Dank an den René Merkli, der die Swiss Senior eSports Plattform auf die Beine gestellt hat. Ich weiß noch, ich habe ihn mal getroffen, da waren wir geschäftlich unterwegs, habe ich ihn angestupft, hat er gesagt, ja, ich mache da die Plattform, habe ich gesagt, finde ich super, ich unterstütze Autorennen, Shooter, auch Fußball, aber mache auch noch Eishockey. Hat er gesagt, ja, ich weiß nicht so recht. Und im Prinzip wurde er dann auch von zwei, drei anderen noch angekickt und da hat er gesagt, ja, okay, Hockey machen wir auch. Und ja, unterdessen gibt es 4 Teams, die eigentlich dank Röne entstanden sind. In der Community sind unterdessen knapp 100 Leute, die sich auf Eishockey fokussieren. Ich denke, in einem Eishockey-verrückten Land wie der Schweiz geht das und macht es auch Spaß. Und wir haben uns oft schon gefragt, wir hatten eine so gute Chemie immer miteinander, aber wir haben uns nie gesehen. Und wahrscheinlich ist die Basis das Eishockey. Eishockey-Fans, Eishockey-Liebhaber, die ticken ein bisschen anders und die verstehen sich per se sehr gut. Und ich muss sagen, das sind unterdessen sind es Freunde geworden. Auch der Kai, der Steff, die jetzt beim SCB spielen, Freunde geworden und werden Freunde bleiben. Jetzt eine Frage an euch beide, zuerst zu dir. Wie ist es denn auf Arbeit, wenn du so deinen Mitarbeitern oder vielleicht deinen Angestellten sagst, ja, ich gehe am Wochenende Eishockey spielen, aber E-Sports, ich gehe da zu, oder jetzt heute Abend am Donnerstag hier in der Bern Expo Messe ans Hero Fest und spiele dort ein NHL-Turnier. Unterdessen ist die Akzeptanz und Freude sehr groß. Ich spiele es noch nicht so lange, wie gesagt, jetzt etwa ein halbes Jahr. E-Sports in Anführungszeichen, oder? Und das hat sehr zugenommen. Früher wurde es noch ein bisschen belächelt, eben, ja, ist kein Sport. Die Diskussion, da kann man beide Meinungen haben. Einer findet Rot schön, der andere hat Weiß viel lieber. Das möchte ich auch, die Büchse möchte ich gar nicht aufmachen. Mhm. Ich denke, wichtig ist, dass man das, was man macht, mit Freude, mit Leidenschaft macht. Und das machen wir hier. Und wie gesagt, wir haben uns auch befragt, gerne gehen mal nachtessen oder auch 2, 3 Kaltgetränke trinken. Und das ist ja auch ein Teil vom Sport, oder? Sich messen, Freunde gewinnen, Freundschaften pflegen und von daher ja, ist das im Prinzip unterdessen absolut kein Thema mehr. Die bekommen es natürlich auch mit, dass unterdessen, man konnte ja lesen, Fortnite, 1 Million gewonnen, in Südkorea füllen sie Hallen mit 100.000 Leuten, ja. Schauen dort dazu. Eishockey ist noch etwas kleiner, ich meine, der FCB hat unterdessen 2 Profispieler bei sich, oder? Ja. Die im Prinzip angestellt sind als E-Sportler und das ist gekommen, um zu bleiben. Es wird nicht verschwinden. Und die junge Generation wächst damit auf. Deswegen haben wir auch die Senior-Liga gegründet, oder? Weil die Kleinen und die Jungen drücken 5 Knöpfe aufs Mal, haben vielleicht auch 3 Daumen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir spielen unter uns Alten, da haben wir eine Chance. Und von daher, ja, es wird sich noch viel ergeben auf diesen, und die Entwicklung, die wird grandios werden, auch mit Bandbreite, Virtual Reality, die Grafik wird immer besser. Oh, also, ja. Das wird bleiben. Ist denn bei dir mit deinen Mitarbeitern? Also ich habe noch keine Mitarbeiter, ich bin selbstständig. Ah, gut. Ich bin alleine noch, aber ich kann das in meinem Business sehr, sehr gut verwenden, denn ich bin Trainer und Coach bezogen auf Verkauf und Verhalten auch generell. Jetzt habe ich gerade ein Persönlichkeitstraining gemacht und da kann ich das E-Sports-Team, das E-Sports-Thema natürlich super spielen, weil hier sehr, sehr viele interessante Facts und Figures gelebt werden, die auch in einem normalen Arbeitsteam gelebt werden sollten. Das heißt Kommunikation, das ganze Thema Aufmerksamkeit. Also es ist schon nicht ohne, wie Rif ja auch gesagt hat, am Abend ist man dann kaputt, wenn man auch nur mal im Büro arbeitet, weil man die ganze Zeit im Kopf arbeitet. Und hier ist es dann natürlich auch die Hand-Augen-Koordination, die sehr, sehr anstrengend ist, weil man sieht etwas, man muss es verarbeiten, man muss es wiedergeben. Und das kann man auf der Trainerschiene dann auch sehr, sehr gut vermarkten. Und die Akzeptanz, das ist ja das Schöne, das kommt immer mehr. Mhm. Weil jetzt auch wegen Lockdown und so weiter ist ja die ganze E-Sports-Szene sehr, sehr stark geworden, auch in die Medien getragen worden. Und das kann ich aufnehmen, auch in einem Training, dass ich das auch vermarkten kann. Und dass die Akzeptanz entsprechend ist dann auch extrem hoch mit dabei. Ja, das ist wirklich schön zu hören, dass eben das E-Sports immer mehr an Akzeptanz gewinnt und dass man wirklich sieht, wie seriös das Ganze eigentlich auch ist. Obwohl jetzt vielleicht von unserer kleinen Show hier.
Die ist nicht klein, die ist super. Vielen Dank. Mach das nicht klein, das ist super, das ist ein Riesenformat für mich. Ja, wir finden das auch, dass wir möglichst das Beste präsentieren können für euch, für die Senior Esports, für die ganzen Teams, die hier sind. Das war es jetzt leider auch schon mit dem Interview. Vielen Dank, Kai, dass du hier warst. Danke an dich. Danke, Raphael, dass du hier warst und dein Team. Danke dir und nochmals vielen Dank an Swiss Senior Esports für die Gelegenheit, dass wir hier spielen durften. Und an den SCB nochmals Gratulation an die Jungs. Yes. Vielen Dank, danke fürs Spiel und auch vielen herzlichen Dank für René, dass wir das alles erleben dürfen und auch an dich und danke. An euch Organisatoren, dass ihr das möglich macht. Vielen herzlichen Dank. Danke, danke. Oh. Kleinen Applaus hier. Hauptbeste. Ja, wie ihr seht, ganz freundschaftlich geht es hier zu und her bei den Senior Esports. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass wir den Deal of the Day noch laufen haben heute. Das ist ein 27 Zoll 4K Monitor und das ist der Acer Predator. Holt euch den jetzt, solange sie noch hat, auf microspot.ch. Falls ihr mehr zum Deal of the Day wissen wollt, einfach Ausrufezeichen Microspot in den Chat reinschreiben bei Eurofest Bern im Twitch. Leider muss ich noch eine kleine Annonce machen. Das Gran Turismo fällt leider aus. Es gab sehr größere Probleme mit dem Netzwerk und daher können wir leider dies nicht machen. Aber das gibt uns die Möglichkeit, aus dem Call of Duty Showmatch anstatt ein Best of 3, ein Best of 5 zu machen. Und wenn ich irgendwas weiß, ist mehr COD ist immer besser als... Ja, wir kommen dann gleich zu dem COD und rüber dann zum Caster. Aber zuerst noch ein paar kleine Videos.